Wie ich gerade auf dem Bildschirm neben mir sehen kann, ist bei der CDU auch schon die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer am Mikrofon. Also höchst pünktlich heute. Wir gehen live nach Berlin. Die heiße Phase des Wahlkampfs innerhalb der Führungsgremien der CDU besprochen haben, darf ich eine Personalentscheidung bekannt geben. Der Bundesgeschäftsführer Klaus Schüler und ich, wir haben heute beide, das Präsidium und den Bundesvorstand, darüber informiert, dass Klaus Schüler Ausbildung oder Entbindung von seinem Vertrag zum 30.06. Gebeten hat. Und die Gründe dafür und wohin es ihn ziehen wird, das kann er Ihnen selbst erläutern. Ja, vielen Dank. Ich habe heute im Einvernehmen mit meiner Vorsitzenden die Gremien, Präsidium und dann Vorstand darüber informiert, dass ich Ende Juni auf eigenen Wunsch aus dem Amt des Bundesgeschäftsführers ausscheiden werde, um eine neue berufliche Aufgabe in der Wirtschaft zu übernehmen. Diesen Beschluss habe ich nicht kurzfristig und spontan gefasst, sondern er ist bereits im Herbst vergangenen Jahres gefallen. Wie Sie wissen, verbindet mich mit Angela Merkel eine lange, vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit. Und mit ihrer Entscheidung, nicht mehr als Parteivorsitzende und auch nicht mehr als Kanzlerkandidatin zur Verfügung zu stehen, hat sich mir die Möglichkeit eröffnet, auch im fortgeschrittenen Alter beruflich noch mal etwas Neues zu machen. Dann kamen die Regionalkonferenzen und der Hamburger Parteitag, um die ich mich intensiv kümmern musste. Und danach habe ich diese Überlegungen sehr ausführlich mit der neuen Parteivorsitzenden besprochen. Und deswegen will ich, liebe Annegret, auch an dieser Stelle mich bei dir für Verständnis, aber auch für unser gutes Miteinander in der Zeit unserer Zusammenarbeit ausdrücklich bedanken. Angesichts der Herausforderungen durch die Neuaufstellung des Konrad-Adenauer-Hauses und den unmittelbar bevorstehenden Europawahlkampf sind wir beide dann übereingekommen, dass ich meinen angestrebten Wechsel erst nach der Europawahl zur Jahresmitte hin vollziehe. Mit Wirkung zum 1. Juli werde ich in die Dienste des führenden, breit international aufgestellten Spezialchemiekonzerns Lanxess treten, dessen Konzernzentrale mit Blick auf Rhein und Dom in meiner geliebten Heimatstadt Köln steht, in dem mit 60 Standorten in 33 Ländern auf allen Kontinenten global agierenden Konzern werde ich in der Funktion des Bevollmächtigten des Vorstands für nationale und internationale Politikbeziehungen zuständig und verantwortlich sein. Ich habe heute im Präsidium und im Vorstand unterstrichen, dass ich nach 30 Jahren im Dienste der Partei und nach 12 Jahren im Amt des Bundesgeschäftsführers vielfach Anlass habe, Dank zu sagen für Vertrauen, kameradschaftliche, freundschaftliche und erfolgreiche Zusammenarbeit. Der CDU und ihrer Führung über einen so langen Zeitraum in herausgehobener Verantwortung dienen zu dürfen, war mir eine Freude und eine Ehre. Vielen Dank. Ich kann Ihnen berichten, dass die Gremien, sowohl das Präsidium, genau, darf ruhig applaudiert werden. Ja, ich glaube, dieser Applaus drückt das aus, was auch die Emotion heute im Präsidium und im Bundesvorstand war. Klaus Schüler gehört zum Konrad-Adenauer-Haus schon seit vielen, vielen Jahren, ja Jahrzehnten in unterschiedlicher Funktion. Ich habe heute Morgen scherzhaft gesagt, ich kann mich irgendwie an gar keine große Parteiveranstaltung erinnern, wo Klaus Schüler nicht mit dabei war. Und insofern ist heute auch sehr, sehr deutlich geworden, dass wir ihm zu großem Dank verpflichtet sind, insbesondere in den letzten 12 Jahren,
als Bundesgeschäftsführer, wo er für die CDU sehr erfolgreich gearbeitet hat, sicherlich auch in nicht immer ganz einfachen Zeiten. Und obwohl ich auch jetzt erst etwas mehr als ein Jahr zusammen mit ihm Seite an Seite hier im Adenauerhaus in unterschiedlicher Funktion gearbeitet habe, kann ich sagen, das war sicherlich eines der intensivsten Jahre, das die CDU sowieso erlebt hatte. Und insofern, glaube ich, fühlt sich das für uns beide auch schon viel länger an als nur ein Jahr. Und ich will gerade mit Rückblick auf die vergangenen Monate sagen, ohne die sehr umsichtige Handlungsweise und Organisation von Klaus Schüler, insbesondere als es um die Frage ging, wie wird der Prozess der Regionalkonferenzen gesteuert, wie wird sichergestellt, dass es eine faire Konkurrenz ist, die die Parteien nicht zerreißt, wie wird sichergestellt, dass der Parteitag so abläuft, dass es keinerlei Grund daran gibt, irgendetwas an seiner Korrektheit zu bezweifeln. Das hat mit dazu beigetragen, dass die CDU heute nach dieser aufregenden Phase so geschlossen da steht, wie sie es tut. Das ist auch das ganz persönliche Verdienst von Klaus Schüler und dafür bin ich ihm persönlich sehr, sehr dankbar. Wir haben uns entschieden, Sie haben das eben gehört, schon kurze Zeit nach dem Parteitag, als wir das Gespräch miteinander geführt haben und Klaus Schüler mich darüber informiert hat, dass er durchaus am Überlegen ist, noch einmal einen beruflichen Schritt aus dem Adenauerhaus herauszutun, hatte ich ihn gebeten, dass er seine Überlegungen so angeht bzw. so organisiert, dass auf jeden Fall auch der Wahlkampf unter seiner Führung noch stattführen kann, weil das sowohl für den Generalsekretär als auch für mich der erste Wahlkampf ist, auch in der organisatorischen Verantwortung. Insofern waren wir beide auch sehr froh, dass mit Klaus Schüler ein so erfahrener Fahrensmann mit an unserer Seite war. Heute ist, sozusagen sind die Arbeiten hausintern, was die Wahlkampagne anbelangt, abgeschlossen. Die letzten zwei Wochen verbleiben noch zum Kämpfen. Und darüber hinaus haben die Konkretisierungen mit Blick auf den Wechsel eben auch einen Grad erreicht, dass wir heute auch die Gremien entsprechend informieren konnten. Wir werden die Nachfolge hier im Konrad-Adenauer-Haus ohne Zeitdruck regeln, so dass es einen organischen Übergang von Klaus Schüler zur nächsten dann gefundenen Lösung geben wird, so dass es auch keinen Bruch in der Arbeit des Konrad-Adenauer-Hauses gibt. Insofern glaube ich, lieber Klaus, ist auch dieser Wechsel aus dem Haus heraus von dir so angegangen worden, wie wir das von dir gewöhnt sind, nämlich mit einer großen Sorgfalt und vor allen Dingen mit einer hohen Achtung auch vor den Bedürfnissen der Partei. Und auch dafür nochmals ein herzliches Dankeschön. Wir stehen, ich habe das eben gesagt, zwei Wochen vor der Wahl und haben heute sowohl im Präsidium als auch im Bundesvorstand uns noch einmal über sozusagen die Ausgangssituation zwei Wochen vor dieser Wahl unterhalten. Wir haben noch einmal unsere Linie auch festgelegt für die heiße Phase dieses Wahlkampfes. Wir sind gut unterwegs. Ich bin zurzeit genau wie viele, viele andere in der Partei sehr aktiv unterwegs und wir können feststellen von allen Ebenen, ob es die kommunale Ebene, ob es die Bürgerschaftswahlen in Bremen oder eben die Europawahl ist, dass die Partei sehr gut organisiert ist, dass sie sehr motiviert ist und dass der Einsatz vor Ort auch funktioniert. Wir wollen, und das haben wir heute in unserem Wahlaufruf noch einmal deutlich gemacht, noch einmal zeigen, dass dieser 26. Mai für uns ein besonderer Wahltermin ist, weil er eben nicht nur die europäische Ebene in den Blick nimmt, sondern auch die kommunale Ebene und weil das ein Ausdruck auch unseres Verständnisses von Volkspartei ist, dass man diese Ebenen auch zusammenbringt. Wir halten und ich halte persönlich nichts davon, zwischen der sogenannten großen und kleinen Politik zu trennen. Das eine hat immer unmittelbare Auswirkungen auf das andere und die Tatsache, dass wir in den Bundesländern die Partei sind, die nach wie vor
auch für alle kommunalen Gremien ausreichend Kandidatinnen und Kandidaten aufstellt und aufstellen kann, auch in den östlichen Bundesländern, ist für mich der beste Beleg dafür, dass wir unserem Anspruch, Volkspartei zu sein, auch entsprechend gerecht werden. Wir stellen in den Mittelpunkt unserer Arbeit sowohl kommunal, aber eben auch in Bremen und in Europa insbesondere die drei großen Fragen in Europa. Sind dies nach wie vor sozusagen die Verpflichtung, Europa als Friedensprojekt zu erhalten? Es ist insbesondere das Thema Sicherheit und insbesondere das Thema Wohlstand. Beim Thema Sicherheit haben wir heute noch einmal auf der Grundlage eines Papieres, das der Bundesfachausschuss Sicherheitspolitik auch erarbeitet hat, noch einmal sozusagen deutlich gemacht, dass für uns eines der ganz großen Ziele jetzt in der Europawahl ist, deutlich zu machen, dass wir ohne Wenn und Aber zum Freiheitskonzept von Schengen stehen, mit offenen Grenzen nach innen, dass das für uns aber eben auch heißt, dass Schengen nicht nur ein Freiheitsversprechen, sondern auch ein Sicherheitsversprechen sein muss. Das beinhaltet zum einen die Frage des Schutzes der Außengrenzen. Das beinhaltet aber auch die Möglichkeiten, über die Sicherheitsbehörden hinweg entsprechend zusammenarbeiten zu können. Das ist für uns deshalb wichtig, weil wir möchten, dass die Daten über potenzielle Gefahren und Gefährder künftig von den Sicherheitsbehörden der EU-Mitgliedstaaten intensiv ausgetauscht und auch automatisiert abgerufen werden können. Wir wollen ein europäisches Ein- und Ausreiseregister umsetzen und wir wollen die entsprechenden Austausch- und Partnerschaftsprogramme der europäischen Sicherheitsorgane weiter vorantreiben und ausbauen und das auf längere Sicht aus der europäischen Polizeibehörde Europol auch eine Art europäisches FBI wird. Ich habe in meiner eigenen Regierungserfahrung aus einem Land, das aus einem Bundesland, das europäische Grenzen hat, erfahren, auch gerade als Innenministerin, wie häufig nach wie vor Zusammenarbeiten zwischen Sicherheitsbehörden noch an Zuständigkeits- und staatlichen Grenzen hängen bleiben. Und deswegen ist das für uns ein wichtiger Punkt, den wir noch mal betonen. Für uns ist aber genauso wichtig, dass gerade mit Blick auf die zukünftige Entwicklung der Europäischen Union auch jetzt in den nächsten beiden Wochen noch einmal sehr deutlich herausgestellt wird, dass es für uns und dass für uns insbesondere Europa eben die Grundlage auch ist für den Wohlstand, den wir in der Vergangenheit erarbeitet haben, aber auch den, den wir für die Zukunft sichern wollen. Das bedeutet, dass wir insbesondere dort, wo wir von internationalen Rahmenbedingungen abhängen, also zum Beispiel die Frage, ob wir auch in Zukunft ein regelbasiertes und akzeptiertes System für den Freihandel haben, ist eine der wesentlichen Voraussetzungen auch für die Wachstumsmöglichkeiten der europäischen und der deutschen Wirtschaft, dass es da insbesondere auf Europa ankommen wird. Denn nur mit einer deutlichen europäischen Stimme, mit der Marktmacht von 500 Millionen Menschen, können wir in diesem Bereich erfolgreich agieren. Der zweite Punkt ist in diesem Zusammenhang ganz sicherlich das Thema Technologie und Innovation. Wir wollen, und auch das ist heute sowohl im Präsidium als auch im Bundesvorstand sehr deutlich geworden, wir wollen, dass die großen Fragen, um die wir uns kümmern müssen, etwa die Fragen von Nachhaltigkeit, von Klimaschutz, von Biodiversität, aber auch die Fragen von weiteren Entwicklungen, etwa im medizinischen Bereich, in der Frage, wie eigentlich eine Welternährung bei einer steigenden Weltbevölkerung gewährleistet werden soll, ohne dass wir die natürlichen Grundlagen komplett aufbrauchen. Wir wollen, dass die Antworten auf diese Fragen aus Europa, vom europäischen Kontinent gegeben werden. Und das wird nur gehen, wenn wir insbesondere die Technologie- und Innovationsfähigkeit der Europäischen Union stärken. Das ist einer der Ansätze, bei denen wir sagen, hier gibt es viele Anstrengungen auf den nationalen Ebenen. Aber wir wollen diese Anstrengungen eben auch entsprechend zusammen mit den anderen Partnerstaaten umsetzen. Für uns ist ganz wichtig, dass wir, und auch das ist heute in den Gremien noch einmal sehr deutlich geworden, dass wir in diesen Europawahlkampf gemeinsam gehen mit einem klaren Ziel als CDU und CSU. Wir wollen, dass die EVP-Fraktion auch nach dieser Europawahl
die deutlich stärkste Fraktion im Europäischen Parlament ist. Wir tragen damit und leisten damit unseren Beitrag, dass wir auch nach dieser Wahl ein europäisches Parlament haben werden, in dem die proeuropäischen Kräfte stärker sind als diejenigen, die als Nationalisten und Populisten dieses Europa zerstören wollen. Wir sagen aber auch ganz klar, dass wir mit der Stärke der EVP auch unser Ziel verbinden, dass der Spitzenkandidat der EVP und auch unser Spitzenkandidat, dass Manfred Weber nach dem Prozess auch des Spitzenkandidaten, dass wir nachhaltig unterstützen, dass Manfred Weber auch Chef der Europäischen Kommission wird. Und es ist heute auch gerade nach dem Gipfel in Sipio sehr deutlich geworden, dass dies ein gemeinsames Anliegen ist, an dem wir Hand in Hand arbeiten. Das gilt für die Partei, das gilt für mich, das gilt aber auch für die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und insofern wissen wir, dass wir mit unserem nationalen Wahlergebnis eben auch einen entscheidenden Anteil über die Frage der Stabilität des Europäischen Parlaments leisten können und leisten werden. Und deswegen wollen wir auch mit aller Kraft in diesen beiden Wochen kämpfen. Das erscheint uns deshalb auch so wichtig, weil wir gerade sehen, dass das Thema Wohlstand, dass das Thema Wirtschaft im Moment von keiner anderen Partei, auch mit Blick auf die europäische Ebene und auch auf die nationale Ebene, wirklich vertreten wird. Wer noch gedacht hat, die Sozialismusdebatte, die die SPD begonnen hat, sei sozusagen eine interne Debatte innerhalb der Jungsozialisten, der sieht sich getäuscht, denn es hat ja die Spitzenkandidatin der SPD, Katharina Barley, ganz klar erklärt, jetzt gerade kürzlich, dass für sie die Wirtschaft sozusagen jetzt der Hauptgegner ist. Ich glaube, dass wir sehr deutlich sagen müssen, dass die SPD sich hier auf einem Irrweg befindet, denn das Konzept der sozialen Marktwirtschaft, das Verständnis dafür, dass zuerst einmal etwas erwirtschaftet werden muss, bevor man es auch unter dem Gesichtspunkt von sozialer Gerechtigkeit verteilen kann, ist eine der Grundkonstanten unserer Gesellschaft, eine der Grundkonstanten des Erfolgs auch hier in der Bundesrepublik Deutschland. Und auch das werden wir in den nächsten beiden Wochen noch mal deutlich machen, dass es hier sozusagen mit Blick auf die SPD keine Verlässlichkeit mehr gibt. Wir werden jetzt hier im Studio weitermachen. Meine Damen und Herren, wir schaffen die Fragen auch gar nicht, weil die CDU sich noch mit einem anderen Thema erst einmal beschäftigt hat. Volker Best, Politikwissenschaftler von der Uni in Bonn, ist bei mir. Also das ging los mit einer Personalie, die vorher nicht durchgesickert war, dass nämlich Klaus Schüler nicht mehr Bundesgeschäftsführer der CDU sein möchte, sondern in die Wirtschaft will. Er hat auch in seiner Begründung gesagt, dass ja jetzt, wo die Kanzlerin quasi nicht mehr CDU-Vorsitzende ist, also Angela Merkel, und auch Angela Merkel demnächst dann nicht mehr Kanzlerin sein wird und nicht mehr antreten will, dass er dann auch Zeit für sich sieht, noch rauszugehen. Was ist das für eine Sprache? Ja, also dass er das an der erneuten Kanzlerkandidatur, die ja Merkel ausgeschlossen hat, festmacht, scheint tatsächlich etwas kurios, weil für das laufende Geschäft könnte natürlich die CDU ihn weiterhin gut gebrauchen. Er ist ein langjähriger Wegbegleiter von Angela Merkel. Was macht eigentlich ein Bundesgeschäftsführer einer Partei? Vorwiegend die innere Organisation der Partei, also Bundesparteitage und so weiter, Wahlkämpfe organisatorisch eben zu stemmen. Ja? Will jetzt eben nach der Europawahl dann raus. Es schien mir durchaus authentisch, also ich habe jetzt nicht daran abgelesen, dass es jetzt hier irgendwie ein Zerwürfnis gegeben hätte zwischen Kramp-Karrenbauer und Klaus Schüler und dass sie irgendwie nicht zusammenarbeiten können. Das schien mir ja nicht der Fall zu sein. Aber ist das vielleicht auch der falsche Zeitpunkt momentan? Jetzt gerade, wo auch wieder durch Frau Kramp-Karrenbauer die Diskussion ja freiwillig oder unfreiwillig aufgebracht wurde, geht die Kanzlerin eventuell doch früher, weil sie wollte es nicht ausschließen und hin und her, oder gibt es einen Wechsel? Ist die Zeit dafür gut gerade, für solche Dinge? Tendenziell scheint es die Gerüchteküche, ob jetzt Angela Merkel früher abtreten könnte. Da gab es ja eben die Ankündigung einer Klausurtagung, eine Woche oder
Nach der Europawahl jedenfalls und Bremenwahl. Ja. Oder zwei Wochen. Das hat ja dann irgendwie schon für Gerüchte gesorgt. Nach wird er irgendwie eventuell dann eben Kanzlerwechsel. Wie es letztes Jahr war, so wie es bei, nach den letzten Wahlen gelaufen ist, dann plötzlich die Kanzlerin gesagt hat, okay, also Parteivorsitz gebe ich ab. Und jetzt? Ja, aber die Kanzlerschaft kann man eben nicht so leicht abgeben. Dann müsste der Koalitionspartner mitziehen. Die SPD hat sich da bisher nicht sehr bereitwillig zugeäußert. Also sie hat eben gesagt, sie macht die Großkoalition unter Angela Merkel, macht die schon weiter. Aber dass sie jetzt nicht automatisch einen Nachfolger wählt, da Frau Kramp-Karrenbauer, nachdem sie eben sich in diesem Dreikampf mit Jens Spahn und vor allem eben mit Friedrich Merz sehr knapp durchgesetzt hat, dann erstmal sehr viele Signale Richtung den wirtschaftsliberalen Flügel, den konservativen Flügel gesendet hat. Das hat sie jetzt bei der SPD nicht unbedingt beliebter gemacht. Also würde die SPD sie wohl eher nicht mitwählen. Und ob es eine andere Möglichkeit mit Jamaika dann vielleicht geben könnte, halte ich auch für eher schwierig, weil eben sich bei Jamaika. Da gehören noch ein paar andere dazu. Genau, ne? Also die Grünen sind in Umfragen oben. Warum sollen die jetzt ohne eine Neuwahl in eine Koalition reingehen? Es ging natürlich auch um die Wahlen, also die anstehen. Und vor allen Dingen die größeren sind die Europawahlen. Und da hat die CDU jetzt nochmal klar gemacht, also in Form der Parteivorsitzenden, die drei Punkte Frieden, Sicherheit, Wohlstand fällt auf. Die SPD, also der Koalitionspartner, der natürlich der politische Gegner ursprünglich auch ist, sagt zwar auch Frieden, auch Sicherheit, ja. Aber bei Wohlstand sagen sie was anderes. Da sagen sie ein sozialeres Europa. Ist das der entscheidende Unterschied? Also ist da die Sozialismusdebatte überhaupt auch hilfreich oder nicht? Also die Sozialismusdebatte war sicherlich nicht unbedingt hilfreich, wobei man vielleicht, naja, also so wie sie gelaufen ist, war sie nicht hilfreich. Man hätte das natürlich vielleicht nutzen können, um stärker klarzumachen, also wenn man sich die SPD-Plakate anguckt, Europa ist die Antwort, so dann die Frage ist dann immer so ein bisschen, was ist die Frage? Ja, also das ist halt ein relativ... Schön beobachtet, ja. Was ist die Frage eigentlich? Austauschbarer Wahlkampf und dann werden dann Themen wie Klimaschutz, was eben ein grünes Thema ist, da profitiert die SPD eigentlich nicht, wenn sie das plakatiert, weil wer Klimaschutz will, der wählt halt die Grünen. Und insofern hätte das vielleicht, wenn es eben dann nicht aus der Partei heraus dann direkt Abgrenzung so stark gegeben hätte von Kühnert, dann hätte es vielleicht so ein bisschen andeuten können, na, die SPD ist irgendwie eine linke Partei, ja? Und hat vielleicht da irgendwie ein anderes Konzept und nicht nur sozusagen, wir machen in Europa im Prinzip weiter wie bisher. So.